Das Inklusionskonzept der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Alsdorf sieht vor, dass pro Jahrgang eine Inklusionsklasse verankert ist. Hier werden Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Bildungsgängen und mit besonderen Bedürfnissen bestmöglich gefördert. Zusätzlich zu der kleinen Klassengröße verfügen die Inklusionsklassen über einen kleinen, direkt angrenzenden Nebenraum. So kann individuell gefördert werden und auf die Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler eingegangen werden. Auch individuelle Konzepte haben hier Platz. Im Raum für Inklusion findet Unterricht in kleinen Gruppen statt. Dort ist auch besonderes Fördermaterial vorhanden. So sollen alle Schülerinnen und Schüler langfristig den bestmöglichen Schulabschluss erreichen können. Gemeinsam mit allen beteiligten Lehrerinnen und Lehrern werden regelmäßig individuelle Förderpläne erstellt, um Stärken und Schwächen herauszufinden und das Kind fördern zu können. Die Sonderpädagogen sind in den Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch ebenfalls anwesend und für die Förderung aller Schülerinnen und Schüler da. Sie arbeiten mit dem unterrichtenden Lehrer bzw. der Lehrerin bei der Planung des Unterrichts und auch den Klassenarbeiten auf verschiedenen Niveaustufen Hand in Hand. Dann 2 Viertel minus 1 Viertel gleich 1 Viertel. Überprüf das bitte. Alle Schülerinnen und Schüler arbeiten im Rahmen ihrer Möglichkeiten an derselben Thematik. Okay, 1 Viertel ist also richtig. 2 Viertel minus 1 Viertel gleich 2 Viertel. Bitte überprüf das. Ist gleich 1/2. Genau.